Was war das gerade? Vielleicht sollte ich mal nachsehen, aber ich weiß nicht. Ich meine, es könnte gefährlich sein. Hey Lara, hast du das Geräusch gerade auch gehört? Lea, was für ein Geräusch. Es ist 5 Uhr morgens und du fragst mich nach einem Geräusch. Habe ich nicht. Okay, ich wollte ja nur fragen. Hat sich nach einem losfahrenden Auto angehört? Ich würde mal auf dem Hof gucken. Willst du vielleicht mitkommen? Sorry, Lea, aber um 5 Uhr morgens nicht. Okay, dann gehe ich halt alleine. Aber bitte tu mir den Gefallen und sag Mama und Papa nichts davon. Ich meine, ich will sie nicht beunruhigen. Ich möchte ja nur kurz gucken. Ich bin gleich wieder da. Schon komisch, hier auf dem Hof zu sein, wenn hier keiner ist. Wo ist denn Nala? Nala ist weg. Kucku, wo ist deine Mutter? Wie kann das sein? Wo ist sie nur? Wirklich seltsam, mein Kleiner. Ich gucke mal im Nebenstall. Bei euch scheint alles in Ordnung zu sein. Aber wo ist Nala? Naja, ich sollte meine Eltern fragen. Aber zuerst gehe ich noch im anderen großen Stall gucken. Bei dir scheint alles in Ordnung zu sein. Bei dir ist auch alles gut. Mystery ist auch da. Und du, mein Großer, bist auch da. Hier ist soweit alles in Ordnung. Jetzt sollte ich Mama und Papa aber wirklich Bescheid sagen. Ich meine, Nala kann doch nicht einfach weg sein. Zuerst sage ich Lara Bescheid. Lara, Nala ist weg. Sie ist einfach weg. Sie war nicht in ihrem Stall, als ich geguckt habe. Wie, wer, wo, Nala? Sie ist weg, Lara. Nala, weg, was? Wie, wo ist sie? Das gibt es ja nicht. Wie kann ein Pferd einfach verschwinden? Habe ich mich auch gefragt. Vielleicht hat es wirklich was mit dem Auto zu tun. Denke ich auch. Ich sag Mama und Papa Bescheid. Warte, ich komme mit. Mama, Papa, wacht auf. Nala ist weg. Nala, das Pferd? Weg? Wie? Warte. Gibt's doch nicht. Pferd verschwunden? Mama, Papa, Nala ist weg. Euren Blicken nachzuurteilen, wisst ihr es schon. Ja, wir wissen es schon. Lara, ich will es mir jetzt erstmal selbst angucken. Ich meine, ich will wirklich sehen, ob das stimmt. Nicht, dass ich dir nicht glaube oder so. Thomas, du bleibst bitte hier. Ich möchte, dass du aufs Haus aufpasst. Ich komme mit. Ich auch. Nein, Lara, das ist viel zu gefährlich für dich. Ich möchte, dass ihr hier aufs Haus aufpasst. Ach, schade. Warte, Mama, ich komme. Hier, Mama, komm schnell. Sie ist ja wirklich weg. Ich hatte aus irgendeinem Grund gehofft, dass du mir einen Streich spielst. Denn ich kann es nicht fassen. Nala ist weg. Dabei haben wir sie auch erst neu gekauft. Das gibt's ja wohl nicht. Ich rufe am besten die Polizei. Ich gehe schnell ins Haus. Ich bin gleich wieder da. Ja, mach das. Nachdem die Mutter von Lara und Lea die Polizei verständigt hatte, waren diese schon nach 10 Minuten da. Sind Sie die Frau, der ein Pferd gestohlen wurde? Ja, das bin ich. Meine Tochter wurde am Morgen von einem losstartenden Geräusch wach und dann hat sie gesehen, dass das Pferd weg war. Sehr seltsam. Wir sehen uns den Tatort jetzt wirklich erstmal an und dann sagen wir Ihnen, wenn wir was gefunden haben. Die Polizei suchte alles ab, doch sie fand keine Hinweise. Also gingen sie wieder, um alles von dort erstmal ein wenig abzuwarten. Dann am nächsten Morgen, in der Nacht. Es war mitten in der Nacht und alle schliefen tief und fest. Alle außer Lea. Du doofes Pferd, komm jetzt mit. Wer war das? Ich muss nachsehen. Keine Zeit, um jemandem Bescheid zu sagen. Ich muss mich nur beeilen. Du kommst jetzt oder möchtest du, dass ich noch erwischt werde? Komm, ich will hier nur meine Arbeit leisten. Komm jetzt. Was macht er da? Ich darf mich nicht erwischen lassen. Ich folge ihm einfach. Nein, Fohlen, du kommst nicht mit. So ist fein. Jetzt komm. Komm schon. Braves Pferd, für dich werden wir bestimmt schnell einen Käufer finden. Was soll ich jetzt tun? Ich muss auf jeden Fall leise sein. Ab rein da. Na, meine Hübsche, für dich habe ich schon gestern einen Käufer gefunden. Er kommt dich morgen früh abholen. Für dich wird sich bestimmt auch bald noch ein Käufer finden. Komm, wenn du lieb bist zumindest. Feines Pferd. Und Tür zu, los geht die Fahrt.
also wirklich ein Pferdedieb und er hat schon für Nala einen Verkäufer gefunden. Nein, was soll ich denn nur tun? Mir muss irgendwas einfallen. Zum Glück habe ich mein Handy mitgenommen, aber das nützt mir jetzt gerade auch nichts. Ich habe eine Idee. Ich hole ganz schnell ein Pferd und dann verfolge ich ihn. Ich habe ungefähr 10 Sekunden. Ich hoffe, ich schaffe es. Komm schnell. Komm. Erstmal speichere ich auf meinem Handy den Standort. Jetzt muss ich euch da irgendwie rausholen. Aber wie soll ich euch da rausholen? Hey, meine Pferde! Danke, dass ihr mir so brav gefolgt seid. Jetzt haben wir es ja geschafft. Komm, danke auch an dich. Ohne dich hätten wir das alles gar nicht geschafft. Ich hole jetzt erstmal meine Eltern und dann bringe ich euch noch in den Stall. Komm, hier bist du wieder bei deinem Fohlen. Komm schon, Naila, ab rein mit dir. Jetzt muss ich aber schnell Mama und Papa Bescheid sagen. Lea, du warst weg? Ja, Lara, ich habe Naila gefunden. Naila, du? Sag das doch gleich. Erzähl mir alles, wo war sie? Warte, ich hole Mama und Papa. Komm schnell mit, Lara. Mama, Papa, hab Naila. Aber wie? Okay, also hier die Geschichte in Kurzfassung. Ich habe einen Mann reden hören, also bin ich direkt aufgestanden und hab geguckt. Dann habe ich gesehen, dass er bei dem Pferd neben Nailas Stall war. Und ich habe ihn einfach beobachtet. Dann ist er weggegangen, also habe ich ihn verfolgt. Und dann ist er weggefahren. Also habe ich mein Pferd geschnappt und bin ihm hinterhergerannt. Und ja... Wow, du bist ein Superheld. Gut gemacht. Ich habe den Standort gespeichert. Hier ist er. Danke, Lea. Ich rufe jetzt sofort die Polizei. Ich meine, das geht ja echt nicht. Vielleicht gucken sie sich ja dann beim Standort um. Ja. Also rief Leas Mutter die Polizei. Und dann sah sie sich schon beim Standort um. Ist mir egal, wenn jetzt dieses eine dumme Pferd weg ist oder die beiden. Ich habe hier noch euch. Psst, dort ist er. Wir nähern uns langsam von hinten, okay? Okay. Komm, Sie sind hiermit verhaftet. Wegen Pferdediebstahl. Au! Auf den Boden, los, bleiben Sie dort. Und die Pferde entziehen wir Ihnen jetzt auch mal direkt. Aber ich bin nicht der Pferdedieb. Ja, alle, denen Pferde geklaut wurden, die haben gesagt, sie sehen genauso aus, wie sie hier gerade aussehen. Also, hiermit sind sie verhaftet. Am nächsten Morgen. Na, Nala, wie geht es dir so? Ach, ich bin echt so froh, dass ich es geschafft habe, den Pferdedieb zu fangen. Sie haben ihn jetzt verhaftet. Und die ganzen Pferde, die er schon geklaut hat, wurden alle an ihre Besitzer zurückgegeben. Das ist doch wunderbar, oder?